Willkommen zurück zu Mini Metro. Heute haben wir den zweiten Teil vom Spieltest. Und zwar spielen wir heute mal in Berlin. Wir überspringen einfach mal Paris, New York, Chicago und Budapest und wir springen gleich zu Berlin. Und wir probieren das einfach mal aus. Ihr seht, da ist die Spree. Die ist deutlich schwerer. Also Berlin ist deutlich schwerer zu spielen als London, weil wir hier eben überall Flüsse haben. Vorher hatten wir einen einzigen, jetzt haben wir hier ganz, ganz viele. Wie immer, wir beginnen mit drei Formen, einem Quadrat, einem Dreieck, einem Kreis. Und dann verbinden wir die einfach mit einer U-Bahn-Linie. Und wir beschleunigen einfach mal die Zeit. Das werde ich jetzt einfach mal so verbinden, weil wir haben nur noch einen Tunnel. Den will ich jetzt nicht auch noch verschwenden. Daher machen wir das einfach so. Das Ganze ist nicht optimal, sagen wir es so. Ja, wir brauchen einfach auf der anderen Seite noch ein Quadrat, damit man wirklich ein gutes System aufbauen kann. So hat die rote Linie eben jetzt kein Viereck. Und dementsprechend hat die grüne Linie eine höhere Last. Machen wir das mal so. Wenigstens wird hier häufig abgewechselt zwischen Kreisen und Dreiecken. Und da haben wir eine neue Woche. Ich hätte unglaublich gerne einen Tunnel. Denk mal, wir nehmen einfach eine Linie. Hoch. Das hatte ich nicht vor. Ich hatte eigentlich vor, die Linie hier ein bisschen zu verschieben, aber das will es nicht. Machen wir das eben so. Und so. Ja, das gefällt mir hier wirklich nicht, aber irgendwie will das nicht anders. Egal, lassen wir es so. Und dann beschleunigen wir die Zeit. Wir haben schon wieder Mittwoch. Oh, und da haben wir jetzt ein Problem. Wir müssen nämlich dorthin. Aber es ist einfach extrem weit weg. Ich werde die grüne Linie verlängern. Es ist nicht schön, aber. Okay, doch nicht. Wir machen eine neue Linie. Nämlich die gelbe Linie. Und die hat dann eben ein Kreis, ein Quadrat und ein Dreieck. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Wir brauchen aber jetzt auf jeden Fall einen neuen Tunnel. Mindestens einen. Garantiert noch mehr. Daher müssen wir mal einfach schauen. Ja, der gelbe Zug, der ist jetzt schon voll mit Kreisen. Er hat auch ziemlich weite Strecken, die er zurücklegen muss. Machen wir das mal so. Und wir kriegen keinen Tunnel. Oh mein Gott, das Spiel mag mich nicht. Ah, nehmen wir einen Waggon. Damit können wir die Tunnel, die wir schon haben, vielleicht besser nutzen. Ich würde das vielleicht gerne ein bisschen ändern. Vielleicht machen wir das noch so, damit die rote Linie ein bisschen entlasteter ist. Denn da stauen sich jetzt auf einem Ende schon ganz viele Quadrate. Machen wir das so. Ja, die grüne Linie ist allgemein nicht besonders schön. Aber lassen wir es so. So, ich glaube, wir machen auf die rote Linie einen Waggon dran, denn der Zug ist sehr voll. Und da haben wir eine neue Station. Oh, das ist eklig. Da haben wir
quasi eine kleinere Kante als 90 Grad, deshalb muss der Zug da stehen bleiben. Ist auch nicht schön. Ja, machen wir einen zweiten Zug hier auf Gelb. Es wird einfach zu voll. Ich muss die grüne Linie kürzer machen. Die muss einfach mehr Quadrate rüberbringen. Weil sonst überläuft dort die Station. Und Rot hat an beiden Enden Probleme. Das ist schwierig. Es ist Sonntag. Komm, Tunnel, bitte. Ja, Tunnel. Wir haben einen Tunnel. Sehr schön. Ich glaube, das verbinden wir einfach so. Dann machen wir ganz dringend einen neuen Zug da drauf. Das war wirklich nötig. So, und im Grunde glaube ich, dass wir einfach aus der roten Bahn hier einen Kreis machen. Heißt, dass wir quasi so vielleicht fahren. Dann nehmen wir vielleicht noch die Station mit, damit wir überall rechte Winkel haben. Ich glaube, wir machen einfach die ganze hellgrüne Bahn nochmal neu. Weil die allgemein nicht so toll war. Ja, so ist ganz gut. Dann haben wir noch die dunkelgrüne Bahn, die verbindet dann die ganzen besonderen Stationen. Ich denke mal, wir machen das so und machen wir auch mal daraus einen Kreis, wenn es geht. Oh. Nein, ich will die Bahn verlängern. Kann man nicht? Schade. Ach so, ja, okay, weil die grüne Bahn da durchgeht, wir können daraus gar keinen Kreis machen. Was, wenn wir das so rum machen? So rum, so rum, so rum. Das sieht doch ganz gut aus. Haben wir drei Kreise drin, ein Dreieck. Und dann sollte das eigentlich laufen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und da haben wir direkt noch einen neuen Kreis. Ja, da müssen wir jetzt leider die hellgrüne Bahn ein bisschen verlängern. Auch wenn da nur ein Zug drauf ist. Da kann man leider nicht viel dagegen tun. Da haben wir noch einen neuen Kreis. Ja, die Kreise sind wirklich ein Problem. Also die sind wirklich am häufigsten. So, da sind eine Menge Quadrate auf der Kreisstation da. Die gelbe Linie wird einfach immer länger. Aber jetzt kommt der rote Zug. Den nimmt die alle mit. Dazu haben wir auch extra einen zweiten Waggon reingemacht. Das ist die falsche Seite vom Gleis quasi, aber an sich bin ich ganz zufrieden damit. Erst wenn wir das da wegmachen. Hallo? Das da einmal bitte wegmachen. Und dann machen wir das vielleicht so rum. So rum könnte es gehen. Und, schade, kein neuen Tunnel. Waggonlinie. Nehmen wir eine Linie. Linien können nicht schaden. Vor allem hier weiter im Norden könnten wir vielleicht eine neue Linie machen. Oder wir machen hier noch eine neue Linie. Wie wäre es, wenn wir aus der grünen Linie auch einen Kreis machen? Nämlich so. Dann nehmen wir, keine Ahnung, noch die Raute damit. Kreis, Kreis. Und dann nehmen wir noch einen Zug, der in die andere Richtung fährt. Oh,
Da oben ist jetzt noch ein Kreis. Wie machen wir das? Machen wir das so? Machen wir das so? Ist unglaublich hässlich da oben. Aber unten haben wir eben so viele besondere Stationen. Und kein Quadrat, deshalb brauchen wir da so viele. Ja, machen wir das mal so. Und dann... Ja, wie machen wir das eigentlich? Das ist echt... schwierig. Das ist unglaublich hässlich, aber da können wir nicht viel dagegen tun. Machen wir das mal so. Da kann man wirklich nichts dagegen machen. Ja, wir machen es einfach mal so. Ist nicht schön, aber es funktioniert. Und die Kreisbahn, die Kreisstation da überfüllt gerade. Aber da ist ein roter Zug, also alles gut. Zumindest bisher noch. Oh, jetzt überfüllt eine gelbe Station. Da kommt gleich ein Zug. Aber ich weiß nicht, ob der so viel aufnehmen kann. Eigentlich nicht. Wobei, das sind alles Kreise. Aber es wird nicht ganz leer werden. Es wird nicht ganz reichen. Das ist das Problem. Wir haben so viele Kreise auf der gelben Bahn. Und wir haben einen Tunnel. Ja, sehr schön. Okay. Wir müssen die gelbe Bahn einmal komplett neu gestalten. Ich glaube, wir nehmen noch eine braune Bahn dazu. Nehmen wir mal hier noch einen Kreis und sagen wir ein Dreieck und ein Quadrat. Das ist eine Bahn. Dann sagen wir Dreieck, Kreis, 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 Quadrat. Ja, noch ein Quadrat wäre jetzt ein bisschen blödsinnig, aber machen wir es mal. Machen wir es so. Dann ist die braune Bahn auch ein Kreis. Und im Grunde haben wir noch einen Tunnel. Eigentlich würde ich gerne die dunkelgrüne Bahn noch bis zum Quadrat bringen. Oder die hellgrüne Bahn. Aber dazu bräuchten wir noch einen Tunnel. Daher würde ich jetzt erstmal sagen, lassen wir es so. Wenn wir auf jeden Fall noch einen Tunnel bekommen, dann werde ich das machen. Dann werde ich auf jeden Fall eine von den grünen Bahnen verlängern. Ich glaube, dunkelgrün könnte eins gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Lassen wir das mal in die andere Richtung fahren. Dann beschleunigen wir wieder ein bisschen die Zeit. Da haben wir noch einen Kreis. Ein Kreis da oben wird ziemlich voll. Und da kommt jetzt ein Zug. Kann aber bei weitem nicht alle mitnehmen. Ja, die nächsten Dreiecke sind auch ganz schön weit entfernt. Vielleicht lassen wir den in die andere Richtung laufen. So, das zentrale Quadrat da wird ziemlich voll. Hoffentlich nehmen die da jetzt gleich ein paar mit. Und es sieht nicht besser zu werden. Es sieht nicht so aus. Da haben wir noch ein Quadrat, warum auch immer. Unten können wir gut eins gebrauchen. Apropos unten, da ist ein Dreieck. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, die braune Bahn in die andere Richtung fahren zu lassen.
Machen wir es mal andersrum, damit wir dort die Quadrate loswerden. Und dann lassen wir es nochmal in die andere Richtung fahren mit den ganzen Dreiecken. Gelb wird überfüllt. Ist nicht schön. Wir haben einen Tunnel. Das heißt, dass wir jetzt das hier verlängern können. Komm schon. Da haben wir es verbunden. Ich glaube, bei dem Dreieck hier brauchen wir nicht so viel. Nehmen wir noch den Stern dazu. Dann haben wir so einen schönen Kreis. Und dann denke ich mal, machen wir bei Gelb noch einen zusätzlichen Zug drauf. Denn dort wird es sehr voll jetzt gerade. Braun wird aber auch sehr voll. Kann ich von Rot den Waggon wegnehmen und den an Braun ranklatschen? Das wäre nicht so schlecht. Dann schicken wir das mal hier lang. Gelb wird auch extrem voll. Ja, es ist alles sehr knapp, würde ich mal sagen. Komm schon. Ich weiß nicht, ob es reicht. Und? Oh, es hat gerade so gereicht. Okay. Gut, dann nehmen wir das und gehen dorthin. Ich weiß, da oben ist eine neue Station, aber wir können einfach nichts damit machen. Wir können einfach nichts dagegen machen. Wir brauchen unbedingt mehr Züge. Wir brauchen noch einmal eine Fahrt mit dem gelben Zug. Diesmal wird es nicht genug sein. Ich glaube nicht. Komm, 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 komm. Okay, das war wieder sehr knapp. Das war unglaublich knapp. Wir haben so viele Kreise hier drüben. Ich kann mich gar nicht um die kümmern. Oh je. Unten läuft es ganz gut, obwohl wir da quasi gar kein Quadrat haben. Aber hier oben haben wir einfach so viele Kreise, dass es gar nicht anders mehr funktioniert. Wir müssen die dauernd hin und her schieben. Ich glaube, wir müssen den da wegnehmen. Ja, wir müssen die Bahn einfach kürzer machen, weil es viel, viel zu lang ist. Bei Rot läuft es eigentlich ganz gut. Daher würde ich vielleicht sagen, machen wir das so. Und dann nehmen wir vielleicht hier noch das da hinzu. Ja, dann ist das Dreieck nur noch mit der braunen Linie abgedeckt, die selber ziemlich stark überfüllt wird. Was kann man machen? Gelbe Station wird natürlich trotzdem total überfüllen. Nehmen wir das, packen wir es dahin, wenn es noch rechtzeitig kommt. Das ist echt knapp. Das ist echt knapp. Wir müssen das hier oben einbinden. Okay. Ja, es geht alles langsam in den Bach runter. Da ist wirklich nicht viel, was wir tun können. Vielleicht nehmen wir hier einen Waggon, aber geben den anderen Zug zu Braun, damit wir einen Zug haben, der in beide Richtungen fährt, also jeweils einen in eine Richtung. Dann haben wir Gelb mit einfach mit einer höheren Kapazität.
Ich nehme definitiv den Waggon. Wir brauchen ihn unbedingt. Packen wir einen Waggon auf Braun und einen Zug auf Gelb, damit das Ganze einfach noch mehr entlastet wird. Das brauchen wir auf jeden Fall. Nein, nein, der Zug. Der braune Zug ist nicht stehen geblieben am Bahnhof. Ich glaube, es ist vorbei. Ja, okay. Es war knapp, 1127. Nicht unbedingt das Beste. Das ist unser Layout. Es lief eigentlich gar nicht gut, könnte man sagen. Es ging ziemlich schnell bergab. Unten war es erstaunlich ruhig, dafür, dass wir so viele spezielle Stationen hatten und quasi gar kein Quadrat. Oben war es sehr chaotisch, weil wir irgendwie, keine Ahnung, auf einer Stelle hatten wir da sechs, sieben Kreise und dann so drei Dreiecke draußen rum. Also das war wirklich schwer. Vielleicht, wenn ich noch einen Tunnel gehabt hätte, hätte ich die gelbe Bahn weiter nach oben bis zum Dreieck noch verlängert, damit man dort die ganzen Dreiecke los wird. Ich habe auch die gelbe Bahn wieder verkürzt, aber es hat einfach nicht gereicht. Letzten Endes ist dann natürlich das Ganze an der braunen Bahn gescheitert. Ich konnte es auch nicht nochmal in Gelb mit einbinden. Das hätte noch mehr Kreise da hinzugefügt. Also ja, das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da. Stimmt ab. Ich werde dann heute, morgen, keine Ahnung, eine Abstimmung machen, wo ihr dann sagen könnt, ob ihr weiter davon Videos sehen wollt. Oder nicht? Wenn, dann bis zum nächsten Mal. Ansonsten in einem anderen Video. Tschüss.